Willkommen bei Berger, mein Name ist Federl. Guten Tag. Ja, ich habe mal eine Frage zu einer Kühlbox. Mhm. Die hat der Papa bei euch gekauft. Okay. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie lange ein Hamster da drin aushält. Der Hamster? Ja. Das weiß ich nicht. Weil wahrscheinlich wir nicht lang, aber der gehört ja auch nicht in die Kühlbox. Bei dem Wetter? Der hat total geschwitzt, der Horst. Okay, dann ist er wahrscheinlich besser im Haus drin aufgehoben. Ja, da ist ja auch warm, weil wir haben die Fenster aufgemacht und da war alles warm. Jetzt habe ich den in die Kühlbox gemacht. Ist aber nicht gut für den Hamster. Wie lange meinst du, hält denn der sowas aus? Nicht lange, am besten gleich zurückgehen und den Hamster rausholen. Also er hat ja einen Pelz, weißt okay. du? Ja. Mit Fell ist ja immer ein bisschen wärmer. Wahrscheinlich hält er jetzt gerade Winterschlaf. Oh Mist, du meinst, ich muss jetzt zurück gleich? Ja, wäre nicht verkehrt wahrscheinlich. Oh, ich brauche jetzt circa eine Stunde, aber das schafft. Ja, ich denke mal, dass er vielleicht schläft dann, weil er vielleicht im Winterschlaf hält. Meinst du? Aber da stand auf der Kühlbox nicht drauf, dass da keine Hamster rein dürfen. Aber gut ist es nicht. Aber das müsst ihr doch draufschreiben. Da steht alles Mögliche drauf, was rein darf und was nicht. Okay, aber alles kann man ja auch nicht auflösen. Naja, aber Hamster, das wäre ja wichtig gewesen. Na gut, ich hoffe mal, der schafft das. Okay, schnell heim und rausholen. Ja, wenn nicht, müsste ich dann zu euch und mir einen neuen Hamster von euch kaufen lassen. Ja, genau. Macht ihr sowas? Glaube ich nicht. Frag mal nach, weil ich könnte noch ein Hamsterweibchen für die Oralie brauchen, weil wir wollen züchten. Okay. Ich kenne die Stimme doch, das ist doch der kleine Nils, oder? Ja, vom Radio. Das ist ja halb.